KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Quasi der Ausgabe vor der kleinen Sommerpause, die hauptsächlich wegen mir zu tun hat, weil ich weg war. Die anderen halten die Stellung. Chris moderiert natürlich auch in der Sneak Preview. Und bevor ihr euch schon einen Plan macht, wie ihr hier meine Wohnung ausräumt, die ist nicht leer. Die Schwiegereltern kommen, meine Tochter ist da, der Hund ist da, alle da. Und es ist ein Kampfhund, musst du dazu sagen. Der ist ein ganz schlimmer Kampfhund. Richtig, total. Brutal, der ist total blemblem, ey, der beißt alles, was. Letztens hat er am Tisch erlegt, hey, puh. Tja, na, ich kann eine Story erzählen. Ich saß letzte Woche hier im Homeoffice hier unten. Ne, mit einmal denke ich, was ist denn hier los? Ein riesen Tamtam und komisches Fauchen. Und sitzt eine schwarze Katze bei uns auf der Kellertreppe. Ne? Ich bin ja hier im Keller, ne, und sitzt eine schwarze Katze auf der Kellertreppe. Und der Hund, der lag unten und die Katze hat ihn immer angesprungen und attackiert. Ne? Und ich erstmal versucht, hier die Katze erstmal angerufen, ob die Katja weiß, wem die gehört. Ne? Die wusste es auch nicht. Die ist dann bei uns zur Terrassentür reingekommen und ist halt dann quasi erstmal an den Hundenapf, hat was getrunken, ist dann runter und hat einen Hund angefallen. Und da gab es natürlich total Ärger, der ist ja eigentlich viel zu lieb so. Da habe ich die erstmal versucht, mit einem Besen rauszuscheuchen. Die hat da gefaucht wie so eine Blöde da. Blieb auf jeder Treppenstufe erstmal hängen und so. Ne? Dann habe ich sie rausgescheucht, war sie ewig noch da. Und dann habe ich sie mit Wasser voll gespritzt. Also endlich mal abgehauen von unserem Garten. Ja, da haben wir dann gehört, dass mittlerweile die auch schon in Nachbarhäusern drin war und da auch schon Tamtam gemacht hat. So eine Nachbarin, die hat zum Beispiel ein kleines Baby, da ist die schon reingesprungen in das Körbchen und so und hat das Baby irgendwie gekratzt. Also die Katze ist echt blemblem. Jetzt hat sie irgendeiner quasi mal eingefangen und hat hier so Zettel aufgehängt, dass die Katze zugelaufen ist. Ja. Vielleicht will sie ja jemand haben, so eine Blemblem-Katze. Die war noch schon bestimmt reingekommen, weil sie kein Wasser mehr draußen hatte und Schutz vor der Sonne wollte. Ich nehme an, das ist so eine Corona-Katze, die hat sich wahrscheinlich irgendjemand geholt während des Lockdowns und jetzt sind sie in Urlaub gefahren, jetzt haben sie die rausgeschmissen oder so. Schätze ich mal. Aber die waren nicht gechippt und nicht tätowiert und gar nichts. Also die waren beim Tierarzt. Naja, gut. Aber heute geht es auch um Filme, nicht nur um Tiere, obwohl Tiere im Film vorkommen. Wir hatten nämlich in der Sneak Preview den Film Nope. Nope. Den neuen Jordan Peele-Film. Nope. Und der Chris und ich, wir haben The Gray Man angeschaut auf Netflix. Und ich habe auch noch was mit Tieren geschaut, nämlich Prey. Quasi das Predator-Prequel, wenn man es so nennen möchte, gibt es auf Disney Plus. Und Serien, heute reden wir endlich über Resident Evil. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was die Kate hier Positives rausgearbeitet hat. Sehr gespannt. The Staircase hören wir auch noch. The Paper Girls, den habe ich geschaut. Und mal gucken, was uns noch so einfällt vor der Sommerpause. Alle Themen irgendwie abhaken. Und dann geht's nach der Gamescom dann irgendwann weiter. Ja, Nope in der Sneak Preview. Nachdem Jordan Peele damals mit Get Out so ein Überraschungshit gelandet hatte und damit zum Shootingstar unter den neuen Regisseuren geworden ist und von Preisen überhäuft wurde, kam dann danach irgendwann der Film Wir, den hatte die Kate geschaut gehabt, wo dann irgendwie plötzlich gruselige Leute in der Einfahrt stehen. Und ja, jetzt der Film Nope. Und bei Nope geht es darum, dass der Hauptdarsteller Daniel Kaluuya ist auch wieder den wir aus Get Out kennen. Ich weiß nicht, hat er auch bei Wir mitgespielt, Kate? Weißt du das? Oder? Ich glaube nicht. Ja. Nee, gut. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, also der spielt hier die männliche Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle spielt Keke Palmer. Und James, also Daniel Kaluuya, der hat so eine Pferdefarm in der Nähe von Hollywood und trainiert so Pferde für die Filmindustrie. Und die haben auch eine weitreichende Geschichte mit ihrer Familie, mit Pferden trainiert für diverse Filme. Und dieses erste Pferdchen, was da in diesem ersten animierten Film auftaucht, was vielleicht manche kennen, was aussieht wie so ein Daumenkino, wo so jemand reitet, das kam eben von ihnen damals. Und ja, mittlerweile sind aber die Zeiten etwas tougher geworden. In der Filmindustrie greift man jetzt häufiger mal auf CGI-Pferde einfach zurück, weil das auch einfacher ist. Und die Pferde müssen halt trainiert werden. Die haben halt verschiedene
Ängste auch. Also man kann ihn mit denen nicht alles so machen. Das geht halt nicht auf Fingerschnipsen und so, wie das der Regisseur so will. Und so kommt halt dieses Pferdegestüt ein bisschen in unruhiges Fahrwasser, was das Finanzielle angeht. Und sie müssen auch jetzt schon einige Pferde dann verkaufen. Seine Schwester, die Jill, gespielt eben von Keke Palmer, die kommt mal zu Besuch und sie ist auch eher so die Redegewandtere. Sie ist auch irgendwo Schauspielerin und hilft ihm auch immer mit, wenn er irgendwo einen Job hat, dann solche Speeches, so Keynotes und sowas zu halten und die Safety Instructions für die Schauspieler, wie sie mit den Tieren umzugehen haben, weil er ist irgendwie so sehr introvertiert. Er kann eher mit den Tieren gut klarkommen als mit anderen Menschen. Und ja, als sie eines Tages dann mal zurückfahren von so einem Job, der wieder mal nicht so richtig geklappt hat, weil das Pferd nicht das gemacht hat, was es sollte, was aber jetzt nicht an dem Trainer lag oder irgendwas, sondern eher an den anderen Personen, wie die mit dem Pferd umgegangen sind, kommen sie eben zurück und dann passieren auch sehr seltsame Sachen und sein Vater, der auch auf der Ranch lebt, wird plötzlich von irgendwas erschlagen, was aus dem Himmel fällt, nämlich es wird dann auch mal gezeigt, so eine Dollarmünze oder so ein Quarter, ja. Und dann werden auch noch andere Sachen gefunden, die vom Himmel gefallen sind, nämlich so ein Schlüssel und sowas, der steckt in so einem Pferd drin und so. Und ja, die Annahme ist halt, dass irgendein Flugzeug das verloren hat. Und ja, aber es passieren aber noch mehr kuriose Sachen, dass eben Menschen verschwinden, Tiere verschwinden und der Trailer spoilert eigentlich schon ein bisschen viel zu viel. Den würde ich jetzt mal nicht angucken. Bei Get Out oder so war der herrlich dezent, der Trailer. Aber hier verrät er ein bisschen sehr viel. Und es geht natürlich dann auch so sehr ins Mysteriöse, sehr ins Unheimliche. Und ich weiß gar nicht, wie viel kann man jetzt eigentlich da noch verraten? Eigentlich nicht mehr so viel. Also es wird dann sehr dramatisch. Man versucht das dann auch alles zu filmen, diese seltsamen Begebenheiten. Und ja, ich verrate mal nicht viel mehr, oder? Nee. Chris, habe ich noch was vergessen, was man noch sagen könnte? Ich glaube, vergessen hast du nicht so arg viel. Also, es gibt noch ein paar nette Side-Charaktere, die auch nochmal eine ganz andere Ebene quasi mit aufmachen. Aber ansonsten ist es, ja, also ich frage mich immer noch so ganz, was es mit dem Affen Gordy an sich zu tun noch hatte. Aber das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, der Gordy. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Zum einen war das ja ein sehr, sehr krasses Foreshadowing, was da passiert ist. Ne? So, was ist da passiert? Also man sieht quasi in der ersten Szene des Films, sieht man so ein Filmset, wo so ein Tier amok gelaufen ist. Und genau. Genau das. Ja, und deswegen, also klar, dass da Zusammenhänge bestehen, okay, aber inwieweit da das dann so fürs Gesamtbild wichtig war, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt damit zu tun hat, A, diesen asiatischen Charakter einzuführen und B, warum es so wichtig ist, die Tiere zu trainieren für Serien und Filme und dass es halt nicht einfach ist und die dann auch durchdrehen. Und dann gehört das gehört ja schon irgendwie alles zusammen ein bisschen, aber warum das jetzt so einen wichtigen Punkt gespielt hat, habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also mir war es klar, okay, man wollte den anderen Charakter einführen und ja, Tiere im Fernsehen, in der Serie ist nicht einfach. Weiß nicht. Ich hätte eine Erklärung dafür. Ich glaube, das hätte auch ohne diese Affenszenen funktioniert. Ich habe eine Erklärung dafür, die müsste ich dann in den Spoiler-Talk reinpacken. Okay. genau. Vielleicht erst mal so zum Film. Also wirklich grandiose Aufnahmen, wie eigentlich bei den anderen, oder ich kenne eigentlich nur Get Out, wir habe ich glaube ich noch nicht gesehen, muss ich mal nachholen. Ja, bei Get Out waren auch so sehr, also die Aufnahmen, die haben irgendwas Besonderes, wenn Jordan Peele irgendwie Regie führt, das sieht immer so, so leicht weird aus, aber auch sehr glossy und sehr Hochglanz, ne, und das bringt immer schon so an sich immer so eine unangenehme Stimmung mit sich, weil das alles so perfekt aussieht, aber irgendwie ist es doch nicht ganz perfekt, diese Stimmung. Und es ist schon, ich musste auch erstmal so eine Weile, eine Woche drüber nachdenken, so was ich jetzt eigentlich von diesem Film zu halten habe. Denn ich sag mal so, mir hat dann der Film ab einem bestimmten Punkt, fand ich den ein bisschen quatschig, aber das Ende wiederum fand ich dann doch ganz gut. Also ich war mir da nicht so ganz schlüssig.
Das Ende war ein bisschen episch, ne? Das Ende war sehr episch. Aber das ist Jordan Peele. Das ist das, als wir saßen im Kino und der Film fängt an und dann kriegst du, okay, das ist der. Und ich so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich finde, für Jordan Peele-Filme muss man in einer gewissen Stimmung sein. Man muss sich auf diese Verrücktheiten einlassen und auch mal den Kopf ausschalten. Wie zum Beispiel, wie der Christian sagt, ich verstehe gar nicht, warum die niemanden angerufen haben. Irgendwie das FBI oder die Polizei oder was weiß ich. Ja, das ist aber amerikanisches Denken. Sie wollen das ja auf Bild bannen und berühmt damit werden. Und da wird natürlich niemand informiert und das wird natürlich unter Verschluss gehalten. Aber dieses Denken muss man einfach ausschalten bei Jordan Peele-Filmen, weil es ist Sci-Fi und es ist abgefahrener, teilweise Horror-Sci-Fi. Und dann ist das okay. Dann funktioniert das. Deswegen, ich saß im Sessel und dachte so, okay, alles ausschalten, alles, wir lassen uns jetzt einfach auf diesen Film ein. Und mir hat er richtig gut gefallen. Also er war so absurd, abstrus und gruselig. Oh Gott, da gab es eine Szene in der Scheune, Alter. Ich habe gedacht, ich pinke mir gleich ein, ey. Ich hatte so Schiss. Und ich mag ja eigentlich so ein bisschen so Psycho-Horror-Zeug. Aber das war so von wegen, oh mein Gott, kniet da was? Ist da was? Ist da was? Bilde ich mir das ein? Ist da was? Bewegt sich da was? Das ist so dieses typische, so klassischer Horror irgendwie. Ohne jetzt Splatter-Elemente und Blutspritzt und was weiß ich. Und das ist halt, ja, du hast einfach nur diese Szene und die tut nichts. Ja, das ist nur Musik im Hintergrund. Und du weißt genau, da ist was. Aber du kannst es nicht 100% sagen, weil es so leicht im Schatten liegt. Und das hat mich so geschickt. Ich habe mich richtig in Chris' Arm verkrallt, was ich normalerweise gar nicht tue. Aber gut, dass du die Szene... Aber in der Szene hatte der Film mich komplett, nach der Szene. Ja, gut, dass du die Szene ansprichst. Das war einfach gut. Das ist nämlich das beste Beispiel für den Film an sich, weil der hat dann auch immer so Comic-Relief-Elemente, wo du einfach mal so dann ein bisschen lachen kannst, wo dann einfach irgendwas passiert. Und das mochte ich sehr, sehr gern bei dem Film, dass es nicht alles so total ernst war oder wie halt bei irgendwelchen billigen Horrorfilmchen, wo dann immer irgendwelche Schockeffekte sind, was weiß ich, bestes Beispiel, irgendjemand macht einen Bartspiegel auf und klappt den zurück und plötzlich, da ist einer, ne? Ja, also, genau, plötzlich steht da einer. Ja. Solche Geschichten, ja. Also mit solchen billigen Tricks arbeitet der Film nicht, sondern der baut das wirklich schön auf, teilweise wie man es aus klassischen Horrorfilmen auch irgendwie kennt, aber er hat eben noch so zusätzliche Sachen mit drin, dass es eben nicht ganz so düster ist und nicht ganz so gruselig. Und was ich auch extrem genial fand, war, der Film spielt ja extrem auch mit diesen Aufnahmen von diesem weiten, riesigen Land. Du kannst eigentlich alles überblicken und alles sehen, aber eigentlich siehst du nicht alles, ne? Das ist eben so dieses Trügerische, ne? Du denkst, du blickst da und siehst zum Frühstück, wer zum Nachmittag zum Kaffee kommt, ne? Aber in Wirklichkeit versteckt sich da in der Landschaft doch noch viel mehr, als man denkt. Das definitiv. Und was du auch noch angesprochen hast mit diesen witzigen Szenen, also eine wirklich meiner Lieblingsszenen im ganzen Film war, wo er im Auto sitzt, die Türe aufmacht, rausguckt, Türe wieder zu, nope. 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 Das wird ja dann auch erklärt, warum der Film so heißt, ne? Nope. Und ja, vielleicht mal ein Spoiler-Talk. Ich vergesse das mit dem Affen hier. Mal noch erläutern, wo ist hier? Hier ist mein Spoiler. Achtung, Spoilerwarnung. Ja, es gibt ja diesen asiatischen Typen, der damals als Schauspieler mit in diesem Studio war, wo dieser Affe Amok gelaufen ist, ne? Und der Affe hat ja mehr oder weniger alle hegemacht, außer ihm. Den hat er ja irgendwie quasi verschont oder so, oder er wäre noch zu ihm gekommen vielleicht, ne? Und ich glaube, deswegen hat er sich auch so ein bisschen unverwundbar gefühlt, weil er ja dann auch immer dieses Wesen quasi angelockt hat und da irgendwelche Pferde verfüttert hat als Showattraktion und so. Da hat er irgendwie sich vielleicht ein bisschen unverwundbar gefühlt, halt gedacht, die können ihm nichts, ne? Und dann hat sich das ja auch... Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, dass du da so eine Ranch hast, so eine Vergnügungsranch mit Kindern und Besuchern, aber keiner berichtet nach dem Aufenthalt dort,
von diesen Ereignissen. Und scheinbar macht er das ja jeden Freitagabend. Nee, das war zum ersten Mal. Das heißt, muss er jetzt. Das war doch die Premiere. Nee. Das hast du ja öfter mitgekriegt. Da hieß es dann, ja, das ist seine Freitagsveranstaltung. Und dann hast du ja gesehen, wie die Lichter ausgehen und alles. Also, das ist nicht das erste Mal gewesen. Deswegen wundert es mich, dass das überhaupt noch so ein Geheimnis war. Ja, die durften alle keine Handys. Ja, vielleicht. Oder musst du eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, was weiß ich, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr seltsam. Ja. Also das hat nicht so reingepasst, der Typ und seine Ranch da. Weiß nicht. Was ich dann nicht mochte, jetzt kann ich es ja auch sagen, jetzt in meinem Spoilertag, ist, wo sich das dann so auffaltet, da dieses Wesen, das sah dann irgendwie ein bisschen komisch aus, wo das dann, weiß nicht, wo das dann so aufflockt, da irgendwie so Bänder und sonst was und hinter dem her. Ein Riesenballon sieht aus. Weil am Anfang war das immer wie so eine fliegende Untertasse und hat die halt unten so reingesaugt, die Leute, wupp, weg waren sie. Und dann auf einmal, da faltet sich das noch auf und macht da ein riesen Brimborium, so dass dann die vielleicht war das der Kampfmodus. Das wirkt ja nicht so wie Kampfmodus. Ich weiß es nicht. Ja, das fand ich ein bisschen lächerlich, wie sich das dann, ich hätte es eher so gelassen, wie es war und ja. Aber war gut gemacht, dass eben dieses Wesen, ja, so ähnlich wie beim Weißen Hai, hatte ja der Steven Spielberg im Audiokommentar auch schon gesagt, dass es eben ganz gezielt erstmal aufgebaut wird, der Bösewicht, ja. Siehst du am Anfang auch den Hai überhaupt noch nicht, ne? Und erst dann irgendwann gegen Ende des Films siehst du überhaupt erstmal den Hai im Ganzen, ja. Am Anfang nur Teile und hier ist halt auch so, du siehst am Anfang gar nichts und bist gespannt, was ist denn das nun? Richtig gut aufgebaut. Ja. Ja. Gehen wir aus dem Spoiler-Talk wieder raus oder habt ihr noch irgendwas? Ja. Für den Spoiler-Talk? Nö. Achtung, Spoiler-Warnung. Dann sind wir wieder zurück aus dem Spoiler-Talk und würde ich empfehlen, auch wirklich nur anzuhören, wenn ihr den Film schon gesehen habt, weil ansonsten, wenn der irgendwo noch läuft oder ihr wollt ihn mal gucken, ja, dann verderbt euch vielleicht zu viel. Ja, punktemäßig, ich gebe 7 Punkte. Mir hat er schon gut gefallen. Für die Sneak war der echt gut. Ich gebe ihm 6 Punkte. 7,5. Okay. Tragen wir mal ein. Alles klar. So, und was könnte denn morgen in der Sneak kommen, wenn ich nicht da bin? Da kommt bestimmt was Gutes. Aufgemerkt! Gefahr, lautet der Tipp von der Kinoleitung. Und getippt wurde Beast, Jäger ohne Gnade. Mit 20 wirst du sterben und Don't Worry, Darling. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Naja, gut, der Chris geht ja auf jeden Fall, denke ich mal. Und er wird ja dann. Ich wahrscheinlich auch, ja. Du wahrscheinlich auch, okay. Dann denke ich mal, werde ich ja in der Gruppe lesen, ob ich was verpasst habe oder nicht. Und das ist auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall was verpassen, sagst du? Okay. Ja, oder ich werde es auf jeden Fall immer lesen. Und beides. Okay. Aber wir gucken mal, was noch so im Kino anläuft. Meine Tochter hat nämlich schon gefragt, weil die ist ja hier zu Hause. Die wird vielleicht mal ins Kino gehen. Die möchte gern wissen, was da läuft. Und das werde ich ihr dann nachher beantworten können, weil wir jetzt reinschauen in die Neustarts und die Charts. Kino, Charts und Neustarts. Als erstes vielleicht mal die Charts. Platz Nummer 5, Top Gun Maverick. Hält sich echt lang, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ja. Platz Nummer 4, Monsieur Claude und sein großes Fest. Sehr lustig. Schöne Sommerkomödie. Ja. Überschaubar lustig, ja. DC League of Super Pets auf Platz 3. Auf Platz 2 der Marvel-Film, der uns hier ein wenig gespalten hat im Podcast, Thor Love and Thunder. Platz 1, die Minions auf der Suche nach dem Miniboss. Da war ja meine Tochter drin. Die war relativ begeistert. Ja. Die haben sich ja ziemlich kaputt gelacht. Und, muss aber nichts heißen. Was läuft denn Neues an? Der junge Häuptling Winnetou, das wurde ja auch mal für die Sneak getippt. Quasi Neuadaption, diesmal mit Kindern als Winnetou. Und Old Shatterhand. Was auch immer das soll. Also, keine Ahnung. Nope startet. Horrorfilm von Jordan Peele, in dem Eheleuten auf einer abgelegenen Ranch Schreckliches widerfährt. Das ist einfach falsch. Das sind doch keine Eheleute. Ja. Das sind doch Geschwister. Ja. Siehst du mal, da haben sie wieder irgendwo was abgeschrieben, was nicht stimmt. Ja, 131 Minuten, da kam mir gar nicht so lang vor. Krass.
Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr, den hatten wir auch in der Sneak Preview hier schon besprochen. Ich glaube, in der letzten Ausgabe fanden wir ziemlich gut. Einfühlsames Roadmovie mit Timothy Spall, der die Asche seiner jüngst verstorbenen Frau im Süden Englands verstreuen will und dafür mit dem Bus aus Schottland reist. Also genauer gesagt von der ganz äußersten Ecke des Nordostens von England in die ganz südwestlichste Ecke von England möchte er fahren. Und diesen Roadtrip. Und dann läuft noch Lal Singh Kada an, ein indisches Remake von Forrest Gump. Ey, kommt das ins Kino? Ey, da hab ich einen Trailer irgendwo flog da rum, so nach dem Motto, hey, guck mal, was die Inder wieder Verrücktes machen hier, ein Remake von Forrest Gump. Und das sah so herrlich scheiße aus. Also wirklich, da haben sie so wirklich so Szenen nachgemacht, aber das passt natürlich alles nicht und wirklich völlig ohne Effekte irgendwie. Furchtbar. Guck euch mal den, vielleicht verlinke ich mal den Trailer mit, wenn ich den finde, wenn ich dran denke nachher. Grand GT, Drama nach preisgekrönter Romanvorlage um eine Inzestbeziehung zwischen einer strengen Ballettlehrerin und ihrem exzentrischen Sohn. Okay. Story aus Karlsruhe hier, oder was? Sag mal! Also, was heißt bitte? Alcaraz, Drama um eine Familie von Pfirsichbauern im ländlichen Katalonien, die kurz davor steht, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Das hat da auch mal jemand für die Sneak getippt. Ja, Thema Familie war da irgendwas. Sweet Disaster, sympathische und leicht schräg erzählte Tragikomödie um eine 40-Jährige, die von ihrem Flirt schwanger ist, den sie um jeden Preis zurückgewinnen will. Das war doch, glaube ich, ein deutscher Film, ne? Ich guck mal ganz kurz. Ja. Friederike Kempter, Florian Lukas, ja, das ist ein deutscher Film. Könnte ganz gut gehen, glaube ich, wenn der jetzt noch ordentliche Werbung bekommt. Das war's, ne? Das sind Dokus. Ja, das war's. Das war's da auch schon. Also, ich hoffe, da ist was dabei. Welchen empfehle ich jetzt meiner Tochter? Puh. Von denen hier, ich weiß nicht so richtig. Vielleicht den... Den Engländer. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch nicht. Na, mal sehen, was noch so anläuft im Kino. Bei manchen Kinos laufen die auch noch ein bisschen zeitversetzt, irgendwelche Filme. Okay, im Heimkino haben wir ja auch ein bisschen was geguckt. Heimkino. So, der Chris, weil mein Gehirn etwas löchrig ist und ich schon die Hälfte vergessen habe von The Gray Man, wird der Chris den mal kurz vorstellen. Wir sprechen jetzt über eine eine Netflix-Produktion, wenn ich es richtig verstanden habe. Von Joe und Anthony Russo in der Regie, auch Drehbuch von Joe Russo mitgeschrieben, in Besetzung Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas in den Hauptrollen. Und wir reden von The Gray Man. Groß angekündigt, ganz groß, Werbetrommel gerührt und was, $200 Millionen teurer Streifen, der jetzt auf Netflix abrufbar ist und... Ja, ich muss aufpassen, dass ich es jetzt relativ neutral erzähle, worum es geht. Also es geht um einen CIA-Agenten, der unter dem Decknamen Sierra Six oder einfach nur Sechs arbeitet. Der wird verkörpert von Ryan Gosling und der ist quasi so ein absoluter Top-Agent, der die Aufgaben super gut löst und sie nicht erwischen lässt und wie so ein Ninja mehr oder weniger unterwegs ist und klappt bei ihm immer alles. Und der kommt ein wenig unvorbereitet bei einem Job an Informationen, die er nicht haben sollte. Der bekommt er, weil die eine Zielperson, die er da hat, ist ein Ex-Agent, der eben dunkle Machenschaften der Vorgesetzten aufdeckt. Zusammen mit der schönen Ana de Armas machen sie sich dann auf den Weg, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und warum zusammen mit ihr? Naja, sie ist eigentlich so eine Partnerin. Und dadurch, dass er die Infos hat, die er nicht haben dürfte, gerät er natürlich auch ins Ziel, als Ziel oder ins Visier von den Leuten, die da eben dann sagen, okay, weg mit ihm, also mit den ganzen Vorgesetzten, mit ganz anderen Gehaltsstufen, wie es so schön im Film auch immer wieder heißt. Die setzen dann als Gegenspieler Lloyd Hansen ein, der wird verkörpert von Chris Evans, also von Captain America, der auftritt mit einem Pornobalken und
so netten Hemden. Also, wie beschreibt man das? Das sind jetzt keine Hawaii-Hemden, es ist mehr so wie, wie die originale Magnum-Hemden hatte. Und der spielt halt so einen leicht psychopathischen auch Agenten oder Ex-Agenten, der halt für ein Privatunternehmen arbeitet und dann Jagd auf eben Six macht. Das Ganze eskaliert natürlich regelmäßig und gewaltig, aber ist an sich ein netter Actionstreifen. Also es geht eben, wie gesagt, darum, dass diese Daten rauskommen, damit man weiß, damit die einen versuchen es zu vertuschen, die anderen versuchen es eben dann mehr oder weniger öffentlich zu machen. Und was war das gleich für ein MacGuffin? Der hat doch da irgendwo von irgendjemand eine Kette oder sowas, da war der USB-Stick drin, ne? Ja, genau, da war der USB-Stick drin. Ja, das war der MacGuffin, genau. Das ist ja immer, wenn du in Filmen dann immer irgendwas, wo alle hinterher sind, um was es geht, ne? Also das genau, halt genau. Und dann gibt es natürlich noch hier noch so ein bisschen Background-Story, weil Six wurde ja auch angeheuert von einem und der ist allerdings schon im Ruhestand jetzt, aber hat eine Nichte und die ist herzkrank und auf die hat er schon vor 2 Jahren aufgepasst und die wird natürlich dann jetzt auch entführt, weil man muss ja Informationen rausfinden, wo ist Sierra Six, wo befindet er sich und wow, und dann wird es quasi now it's getting personal. Der Spruch hat mir eigentlich nur noch gefehlt. Genau. Wo ist der MacGuffin? Das ist das Wichtige. Also darum geht's, so mehr oder weniger. Und ich fand den Anfang, muss ich sagen, von dem Film fand ich sehr, sehr schön, sehr bildgewaltig. Kam richtig schön rüber mit hier Feuerwerk in wo waren sie da? Irgendwo in China noch unterwegs. Also sie reisen quer durch die Welt und hauptsächlich dann durch Europa. Aber dann biegt dieser Teil von Fast and the Furious ganz in eine komische Richtung ab, weil eben 007 einfach nicht wirklich zu stoppen ist und die Bösewichte eben dann feststellen, hey, das ist eigentlich eine ziemliche Mission Impossible, das alles zu schaffen. Und ich glaube, das beschreibt den Film ganz gut. Es ist ein kompletter Mashup von den ganzen Actionfilmen. Es hat eigentlich nur noch ein Gastauftritt von Bruce Willis gefehlt. Und das ist auch das Riesenproblem, was der Film hat. Also die Story ist auf einem Bierdeckel erzählt und nichts Neues. Naja, eigentlich nicht, weil die ist eigentlich so verwirrend teilweise und hat so viele Nebenstränge, die völlig unnütz sind und denen es viel zu viel aber der Mainplot, ja, der ist ja, einfach... Der Mainplot ist eigentlich Bourne-Identität, mehr oder weniger, dass irgendein Agent... Stimmt, Bourne ist auch noch. Also dass so. Irgendein Agent umgebracht werden soll. Also man holt ihn, das fand ich am Anfang ganz nett, das war halt auch aus einem dreckigen Dutzend geklaut. Also der wird halt aus dem Gefängnis geholt, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt die Chance hier da dein ganzes Leben im Gefängnis zu sitzen oder wir holen dich jetzt hier raus und du arbeitest für uns. Ja, und musst halt dann halsbrecherische Missionen, die zu deinem Tod führen können, machen. Ja, kannst. Aber du bist draußen, ne? Ja. Ja, also es ist einfach. Es gibt so viele Momente in diesem Film, wo ich gedacht habe, hä? Also abgesehen davon, dass die Polizei sich mal wieder ultra dubbelig anstellt, das ist ja, brauchen wir gar nicht anders sagen, aber dass zum Beispiel hier ein Stadtteil von Prag quasi komplett zerlegt wird, ohne dass es groß wem auffällt oder dass da irgendwie was groß abgeht, ist schon ein bisschen wunderlich, dass man mit 4 Spezialeinheiten, die besten, trainiertesten Agenten, die wir haben, sind, es nicht gebacken kriegt, einen Typ, der mitten auf einem Platz an einem Springbrunnen an einer Bank festgemacht ist mit Handschellen, dass man das auch nicht schafft. Vor allem und dann werden die Waffen immer größer. Mir kam es zeitweise vor, wie so ein Computerspiel, wo du immer näher an den Endfight kommst und natürlich auch die Waffen von den Gegnern dann größer und härter werden und die auch mehr werden und schwieriger zu fighten sind. So kam es mir ein bisschen vor. Und ich weiß nicht, ob das so auch gewollt war. Also es ist so vieles, wie ich finde, abgekupfert und so vieles unfassbar unlogisch. Wenn ich allein an die Straßenbahn denke, die da entgleist, aber noch in gleicher Geschwindigkeit oder wahrscheinlich sogar noch schneller wird und noch 10 Kilometer weiter fährt, gefühlt.
Das ist einfach Banane. Das kannst du nicht anders sagen. Eine komplette Innenstadt zerlegt dann auch noch, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe eine Frage. Kugelsicherer. Ja? Was hat jetzt Ana de Armas in dem Film zu tun? Ohne Ana de Armas würde Ryan Gosling nicht mehr leben. Keine Chance. Die rettet ihn 2 oder 3 Mal das Leben. Die ist auch okay. So eine Agentin quasi. Genau. In diesem Programm. Ach, danke, und das wollte ich wissen. Die müssen da zusammenarbeiten, weil du kannst. Ich dachte, das ist wie bei Bond, du hast das Bond-Girl. Nee, das war sie ja schon. Die hat schon mehr zu tun da. Ja, und also. Wenn die da so rumtoben, also es ist schon klar, die Stunts sind ganz cool, manche Bilder sind auch echt gut gemacht, aber boah, ich fand's schwierig. Vor allem dann Chris Evans sieht hinten raus wie so ein kleiner Hitler-Verschnitt, das fand ich ein bisschen krass. Ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, aber es gab so ein paar Szenen, da sieht man den Bart, also seinen Pornobalken nicht richtig, sondern nur noch das, was unter der Nase klebt. Und ja, Weiß nicht. So viele Nebenstränge und ja, es. Ich war ja guter Dinge. Ich sag mal so, es ist viel Geld verpulvert worden und viel schauspielerisches Potenzial für einen mittelmäßigen Actionfilm. Ja. Action-Thriller, Entschuldigung. Ich war am Anfang guter Dinge und hab dann mal so zeitweise gedacht, so, ey, das ist Ryan Goslings Bewerbung als James Bond. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, nee, das wird auf keinen Fall funktionieren, weil ich meine, der funktioniert in Drive sehr gut, ja, weil er da wirklich so diesen introvertierten Typ, der kaum was redet und so. Aber genau diese ähnliche Rolle spielt er ja hier auch, ne? Aber hier funktioniert es halt nicht, weil hier müsste er eigentlich der nonchalante, Meisterspion sein oder sowas von der Art her und nicht einfach dieser introvertierte Typ, der, ja, weiß nicht, irgendwie sich so durchstruggelt und dann irgendwie klappt alles. Also irgendwie war das für mich wenig überzeugend, Ryan Gosling in der Hauptrolle hier. Und Chris Evans war zumindest schauspielerisch her, hatte ja noch mehr zu bieten als Ryan Gosling hier in der Rolle. Und ansonsten fand ich es halt affig immer, da haben sie, ja, jetzt sind wir hier in Prag, jetzt sind wir hier, was weiß ich, in Stockholm oder wo sie überall waren. Ja, aber quer durch Europa noch. Ja, war dann nur, letzten Endes wurde alles wahrscheinlich in Prag gedreht, weil es da billig ist zu drehen, weil gerade die Szene mit Billy Bob Thornton in diesem Hotel, wo war der? Das war doch irgendwo, da hast du gesehen, das war ja wirklich nur Greenscreen. Also, ja, ja. Also da hätte das ist halt echt schade. Also wie gesagt, viel verschenkt. Oder halt auch, ich sage auch so Situationen wie, oh ja, er ist in Wien. Ja, wir müssen in Wien landen. Aber wir haben aber keine Landeerlaubnis für Wien. Höchstens ein Notfall. Okay, er schießt sich halt den Piloten ins Bein und sagt, jetzt haben wir einen Notfall. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey. Also, und solche Sachen die ganze Zeit. Also ich weiß nicht. Also ich hab's auch langsam satt, immer diese Sachen zu sehen, so, ja, uns wird hier ein Agent gezeigt und irgendwie sind dann seine eigenen Leute hinter ihm her und er muss sich da, die Story ist schon sowas von durch, die haben wir jetzt schon zigmal gesehen, in gut und in schlecht gesehen und ich mag's nicht mehr sehen, da. Lasst euch doch was anderes einfallen, ja. Das hätte schon besser werden können, gerade mit dem Geld und mit den Schauspielern auch und so. Und ja, ich sag ja, viel Potenzial, viel Geld, mittelmäßiger Film. Waren ein paar coole Witze drin, wo auch was über sich gesagt wird, hier, du siehst aus wie Ken und sowas. Natürlich ein witziger Anspielung jetzt, weil er spielt ja dann Ken hier bei Barbie und Ken. Und ja. Da waren auch noch ein paar andere Sachen mit drin, die ich jetzt mal nicht spoilern will, aber ja, das hat mir nicht gereicht. Also entweder hätte es so eine lustige Schiene werden können oder halt eine ernsthafte Agentenschiene, aber dann bitte nicht immer das, was man schon zigmal gesehen hat. So, ja, ich mache jetzt hier so meine Aufträge und irgendwas ist komisch und auf einmal sind meine eigenen Leute, warum sind meine eigenen Leute hinter mir her? Ich muss das rausfinden und ich muss aufpassen und muss untertauchen. Ja. Also dafür, dass das so lange schwierig rumgemacht wurde an dem Drehbuch und allem, da... Deswegen von mir, weil es schon, ja, ist ein bisschen überdurchschnitt, ist es schon, das war jetzt nicht so schlimm, das muss nicht, ich habe zwar zeitweise dann immer mal ein paar andere Sachen noch nebenbei gemacht und habe so die ganzen Explosionen im Hintergrund auf meinem Bildschirm laufen lassen, deswegen von mir 6 Punkte.
Ja, das, wie gesagt, trifft es ganz gut, weil, wie ich es ja gesagt habe, viel Potenzial, mittelmäßiger Film, 6 Punkte. Okay, einen ganz neuen Film habe ich noch gesehen, den ich, von dem wir auch den Trailer hier mal besprochen hatten im Kinocast, nämlich Prey. Und Prey ist quasi der 5. Film in der Predator-Reihe. Ne? Es gab ja Predator mit Arnold Schwarzenegger, dann Predator 2, der damals dann in der Stadt gespielt hat. Und dann gab es ja diese Predators und dann gab es noch Predator Upgrade und Aliens vs. Predator und sonst was alles. Mit diesen anderen aus, ja, also nee, wie soll ich sagen, also der Film, den ich jetzt bespreche, Prey, hat jetzt nur mit den ersten zweien mehr oder weniger was zu tun. Im zweiten Teil könnt ihr euch vielleicht erinnern, als, wie ist der Schauspieler, der auch bei Little Weapon, glaube ich, mitgespielt hatte, der kommt ja dann in das Alien-Raumschiff rein gegen Ende und dann gibt ihm ja das Alien, der Predator, so eine alte Waffe. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, so eine Steinschlosspistole, ne? Ja. Und bei Prey springen wir quasi in diese Zeit, wo damals diese Steinschlosspistole auch, die kommt auch im Film vor. Und, ach so, vielleicht kurz gesagt, der läuft momentan auf Disney Plus. Den kann man, wenn man das normale Disney-Abo hat, schauen. Der ist halt leider nicht ins Kino gekommen. Ich hätte mir gerne im Kino angeschaut, aber kommt halt jetzt quasi Premiere auf Disney Plus. Und wir sehen erstmal eine junge Frau, die bei den Comanchen lebt. Also sie ist eine Comanchin, gespielt von Amber Mid-Thunder. Und sie ist schon ein bisschen untypisch wie die anderen in ihrem Stamm. Sie ist schon sehr furchtlos und geht mit raus, geht mit jagen. Und die leben halt wirklich irgendwo so im 18. Jahrhundert in Amerika. Und quasi die Welt da draußen außerhalb von ihrer Siedlung bietet schon sehr, sehr viele Gefahren. Also wilde Tiere, die können schon eine extreme Gefahr darstellen, selbst wenn es jetzt nicht irgendwelche riesigen Tiere sind oder Löwen oder sowas, sondern wirklich auch kleinere Tiere können die Leute attackieren, wenn sie im Wald gehen und Bären suchen zum Beispiel oder irgendwas. Deswegen ist die Jagd auch ein großes Ding bei den Comanchen, natürlich Pfeil und Bogen, aber auch mit dem Beil, mit dem Wurfbeil, mit dem Tomahawk und sonst was alles. Und im Gegensatz zu den anderen Mädchen in ihrem Stamm interessiert sie sich auch sehr für die Jagd und sie wird auch von ihrem Bruder mitgenommen und guckt sich da auch sehr viel bei anderen ab. Und wir sehen auch erstmal gar nicht so viel vom Predator. Ich glaube, die erste halbe Hälfte des Films kommt relativ ohne den Predator an sich aus. Wir sehen erstmal auch, wie so diese Nahrungskette funktioniert in dieser damaligen Zeit, also wer da wen jagt und wie die Gesellschaft funktioniert bei denen und wie dieses junge Mädchen schon noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt auf ihrem Weg. Und irgendwann kommt es dann halt dazu, dass plötzlich komische Sachen passieren, ähnlich wie bei Nope, ja, so mysteriöse Dinge, irgendwelche Leute verschwinden, seltsame Spuren und sowas. Und als dann mal so die erste Sichtung hier, das Mädchen, wie heißt sie? Naru, sie hat auch einen coolen Hund, den sie richtig gut trainiert hat. Also wenn sie dem irgendwas sagt, der versteht das alles und so, mit dem geht sie immer rausjagen. Und als sie mal eines Tages mit ihm unterwegs ist, sieht sie wirklich was Seltsames. Sie schaut dann auch so in den Wald hier rein und es glaubt ihr natürlich erstmal niemand. Und der Predator, der jagt in diesen Wäldern immer noch andere Sachen. Da gibt es noch halt größere Tiere. Er guckt halt immer, dass er quasi das größte Tier oder das gefährlichste Tier, was andere jagt, dass er das zur Strecke bringt und dann findet er halt immer noch eins und dann jagt er einen Bären und sowas und der Bär hat aber auch Feinde und so. Und irgendwann treffen dann natürlich mal die Menschen auf den Predator und dann wird ihr dann doch mal geglaubt von ihren Leuten. Und ich will mal nicht zu viel verraten, weil da kommen dann noch ganz andere Sachen mit dazu, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich dachte erst am Anfang, boah, es entwickelt sich aber sehr, sehr langsam für so einen Predator-Film, wenn man überlegt, damals bei dem Arnie-Film, wo die da, was ja mehr oder weniger die Verarbeitung des Vietnam-Traumas war, der nicht sichtbare Feind, gegen die Amerikaner mit sehr viel Firepower kämpfen und trotzdem nicht gewinnen, die gehen ja wirklich rein und werden dann wirklich nach dem 10-Kleine-Jägermeister-Prinzip da massakriert und es geht ja ziemlich schnell. Und hier ist es so, hier fokussiert sich der Film wirklich erstmal auf die damalige Zeit und da dachte ich mir schon, das war ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen langsam erzählt, aber
Es ist unglaublich gut gefilmt, sehr schön gefilmt und dadurch wird die Hauptdarstellerin einem auch sehr nahe und man weiß dann auch, warum sie in bestimmten Situationen, wie sie reagiert. Und dann hat mich der Film, also wenn es dann nachher so langsam aber sicher losgeht und erst so diese mysteriösen Sachen passieren und wenn es danach richtig losgeht, hat der Film mich voll gehabt. Ich saß da wirklich vor dem Fernseher, oben am großen Fernseher, wirklich vorne auf der Kante vom Sofa, ne, wirklich. Ah, ey, das ist, mein Herz hat hochgeschlagen, ne? Ich mag halt auch so diese Predator-Filme und diese Kämpfe, die dann daraus entstehen und wie dann der eigentliche unterlegene Gegner es schafft, den zu bezwingen und mit welchen Tricks und Fallen und sowas. Und es ist wirklich gut gefilmt, gut gedreht, die Kampfszenen sind geil und wie gesagt, ich will mal nicht verraten, was dann so ab der Hälfte noch so passiert, weil da gibt es noch andere Einflüsse, die damit reinspielen in das Ganze. Und ich gebe dem Film 8,5 von 10 Punkten. Ich glaube, der hätte mir im Kino auch sehr gut gefallen, weil da auf der großen Kinoleinwand kommen diese Landschaften, denke ich mal, nochmal ein ganzes Stück besser rüber. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Vielleicht guckt ihr auch mal rein, wenn es euch interessiert. Predator, weiß nicht, ist das was für euch oder eher weniger? Naja, für mich ja, auf jeden Fall. Ich nicht so. Okay, ja. Gibt's ja kostenlos, vielleicht guckst du mit Chris über die Schulter, wenn es läuft. Das ist jetzt nicht gruselig, schlimm gruselig oder so. Es gibt natürlich ein paar heftige Szenen, aber letzten Endes ist es eher spannend und so ein bisschen so strategisch und so. Und ja, wie kann man sowas bekämpfen dann? Ja, also von mir 8,5 von 10, hat mir sehr gut gefallen. Tolle, tolle Musik, tolle Bilder, gute Darsteller. Ich glaube, von der jungen Dame werden wir noch sehr, sehr viel sehen. Die hat das wirklich gut gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal weiter in den Serienbereich. Da gibt es auch noch einiges zu besprechen, sehe ich hier. Serien. So, Kate, dann fang mal an. Resident Evil. Ja, wir hatten so ein paar Sendungen schon angedeutet, dann hatte ich aber ein paar Ausfälle. Wir werden jetzt eine heiße Diskussion zwischen Erik und mir erleben bezüglich der Serie Resident Evil. Ich fange mal an. Hast du es also eigentlich zu Ende geschaut, die Staffel? Oder? Ich habe die Serie zu Ende geguckt. Hm. Ja, ganz zu Ende geguckt. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich, glaube ich, so die ersten ein, vielleicht auch zwei oder drei Filme gesehen habe von Resident Evil. Also ich beschwöre, ich habe den ersten und zweiten gesehen. Ob es weiterging, weiß ich nicht. Also ich bin nicht in dieser Resident Evil-Szene mit Games und Gedöns und so verankert. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nur, es gibt die Bösen, die haben ein Virus freigelassen oder sowas in der Art. Und dann gibt es Zombies und die müssen alle gegeneinander kämpfen. Und die Umbrella, wie heißen die? Umbrella? Umbrella Corporation. Doch, oder? Umbrella Corporation, ich will immer Academy sagen. Hm. Ist blöd, dass sie denselben Namen genommen haben, ne? Ja, die sind halt die Oberbösen, aber eben im Endeffekt halt auch die, die irgendwie gefühlt die ganze Welt beherrschen durch ihre Technologie. Okay, und in der Serie geht es jetzt darum, dass quasi dieses Virus, also dieses T-Virus, ist quasi fast 3 Jahrzehnte schon ausgebrochen. Und also wir sind 30 Jahre in der Zukunft und ein Mann und seine 2 Töchter, die für die Umbrella Corporation arbeiten, also der Mann arbeitet für die, ziehen nach New Raccoon City. Und das ist irgendwo in Afrika. Die ziehen dahin, weil er arbeitet für die Firma und seine Kinder sind aber ein bisschen seltsam und müssen jetzt dort auf die neue Schule gehen und alles ein bisschen komisch. Und die eine setzt sich so ein bisschen für Tierschutz ein und so und eines Tages besuchen die halt ihren Vater bei der Arbeit und sie findet halt raus, dass da Tiere quasi für Versuche benutzt werden und möchte die eigentlich befreien. Dummerweise befreit sie das falsche Tier und zwar eins, das mit dem T-Virus infiziert wird und sie wird gebissen. Und ihr Vater versucht es dann zu vertuschen und versucht ihr zu helfen. Und wartet eigentlich nur drauf, dass sie sich auch in eins von diesen Monstern verwandelt. Aber das scheint nicht zu passieren. Also das, ich möchte jetzt nicht spoilern oder so, aber sie sieht zwar krank aus, aber es ist alles nicht ganz so dramatisch, wie ihr gedacht hat. Parallel dazu lernen wir aber auch die älteren Versionen der Kinder kennen, in einem Zeitsprung.
Und sie versucht immer noch irgendwie rauszufinden, wie man die aufhalten kann und versucht zusammen mit irgendeiner Organisation, also die Jade, die eine Schwester, versucht es halt rauszufinden, wie man das alles aufhalten kann. Und also die Zeitlinie habe ich überhaupt nicht gebraucht. Ich fand die, wo sie Kinder waren und wie das alles angefangen hat und so, fand ich viel interessanter. Ja, also ohne jetzt vorwegzunehmen, auf was das Ganze hinausläuft und ob die eine sich verwandelt oder nicht und wer dann irgendwann später auf welcher Seite der Geschichte steht, erzähle ich jetzt auch nicht. Aber alles in allem fand ich das eine spannende, aus meiner Sicht, Sci-Fi-Serie, die aber, der Erik sagt, kompletter Humbug ist, weil er nicht zu den Spielen und zu der Original-Storyline passt. Was ich verstehe, Erik, Nee, ich ist verstehe auch es eine voll und schlechte ganz. Serie, finde ich. Ist Ich schlecht fand die gemacht. nicht schlecht. Also sie passt Die auch hat nicht mich zu den, amüsiert. sie passt auch nicht zu den Ich habe sie Spielen, aber es angeguckt. ist auch eine schlechte Serie, das kommt auch noch dazu. Ich fand die nicht schlecht. Also die Charaktere, Also sie hat mich unterhalten. die handeln einfach total dämlich. Du hast es schon angesprochen, mit dem Tieren befreien und so. Ja, ich gehe in ein gefährliches, in ein Labor, wo Biohazard-Zeichen noch und nöcher sind und befreie Tiere, ja. Die irgendwie an irgendwelchen Schläuchen und sonst was und naja, egal. Aber das Skript war einfach auch total dämlich und dieses Hin- und Hergespringe. Und ich meine, dass es mit dem Film jetzt oder mit den Spielen wenig zu tun hat, ja, das sei mal dahingestellt. Es gab ja letztens diesen Film, wie hieß der? Resident Evil, Back to Raccoon City oder wie der hieß, weiß nicht mehr. Welcome to Raccoon Welcome, City. ja. Der war ja noch sehr nah dran an dem eigentlichen Spiel, aber. Wie gesagt, hier war mir ja klar, dass die nicht ewig dieselbe Story da verwursten können von dem Spiel. Aber da war ja so gut wie nichts drin, ja. Und sie haben auch selber die eigene Story von dem Spielen und überhaupt von dem Ganzen haben sie mit der Serie korrumpiert einfach, weil sie haben einfach Sachen, ja, falsch dargestellt. Also richtig falsch, also als Basis falsch dargestellt und so. Nicht mal so, dass man sagt, oh ja, okay, jetzt der eine sieht ein bisschen anders aus als ja, aber hier werden einfach Grundlagen werden hier falsch behandelt. Das stimmt einfach gar nichts. Ich hatte ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe den Vergleich gebracht. Das wäre so, wie wenn jetzt plötzlich jemand eine Harry Potter-Serie machen würde und ja, die spielt plötzlich auf Hawaii und ja, das sind auch jetzt keine Zauberer mehr, sondern das sind jetzt, was weiß ich, alle Skateboardfahrer und also das stimmt nichts, ja. Und was mich auch sehr gestört hat, Resident Evil hatte immer so einen satirisch-ironischen, ätzend fiesen Unterton, der gesellschaftskritisch war, kritisch gegenüber Großkonzernen, die nur auf Gewinn aus sind und sowas. Das kommt halt immer mit durch in allen Spielen, auch in den Filmen, selbst in den schlechten Filmen. Also erste war ja noch halbwegs gut oder so, aber dann hat die Qualität langsam nachgelassen oder schneller nachgelassen, ja. Aber da war ja nichts drin. Das ist ja alles absolut Ja, politisch das stimmt, da war korrekt und nichts auf drin. Krampf divers und da ist eine lesbische Mädel dabei und eine, die Tierschützerin ist und eine Veganerin. Und, oh Gott, doch Gott, doch Gott, war das anstrengend. Ich habe dann wirklich gedacht, okay, ich gebe noch mal eine Chance. Ich guck mal in die zweite Folge rein, ne? Und die zweite, oh nee, ich habe es nicht ausgehalten. Das war so dämlich. Hast du auch nur zwei Folgen angeguckt? Ja, wo die dann noch da runterspringt zu den ganzen. Ja, Nee, okay, das fand ich auch bescheuert. Ja, ne, Weil den Sprung hätte sie nicht da überlebt, waren nur so eigentlich. bescheuerte Sachen drin. Die ganze Zeit, nur so bescheuerte Sachen. Ich habe mich die ganze Zeit gedacht, ach nee, bitte, ey, und da Die klickt. ganze Zeit kannst du gar nicht sagen, wenn du nur zwei Folgen Ja, die geguckt ganze hast. Zeit, wo ich die zwei Ich habe die Folgen ganze geguckt Serie habe. geguckt. Der Punkt geht aber an Kate, also. Ja, die ganze Zeit, wo ich die zwei Folgen geguckt habe. Okay. Ja. Nett, Also, netter Versuch, es okay, zu retten. das ist halt das Schöne an so einem Podcast. Wir sind gespaltener Meinung. Wir sind auch beide eine andere Generation. Also, du bist einfach nochmal älter als ich. Das Vielleicht habe stimmt. ich mich besser auf diese Jetzt kommt die jugendlichen Alterskarte. Blödsinn und Zeug einlassen können besser. Keine Ahnung. Ich gucke doch ständig irgendwie so einen komischen Kinderscheiß. So ein Ja, Teenzeug. das Ich ist ja finde ja dahin. auch Pretty Little Ja, Liars ey, total geil. ich habe Aber auch mein Dawson's Gott. Creek geguckt und alles, aber die müssen ja jetzt nicht Dawson's Creek und sagen, ja, wir machen jetzt Resident Evil und nehmen halt quasi das Dawson's Creek Setting und eigentlich hat es eigentlich gar nichts damit zu Ja, tun. natürlich. Ich verstehe dich schon. Keine Frage. Aber mich hat die Serie unterhalten. Sonst hätte ich ja aufgehört. Es gab Serien, die wurden total gehypt, die Finale total toll. Und ich habe sie nicht mal bis irgendwie zur vierten Folge oder zur fünften Folge geguckt, weil ich sie nur langweilig finde. Ja, also das ist so, da sind die Geschmäcker halt massiv verschieden. Ja, du bist eine von den wenigen, die die Serie gut findet, muss ich sagen. Ja, Also ich auch weiß. wenn Ich würde auch eine zweite Staffel gucken.
Ich glaube, die wird es nicht geben, auch wenn ich Konstantin-Film natürlich die Daumen drücken würde, weil die das ja produziert. Aber Leute, ey, Konstantin, ihr habt so viele Resident Evil-Filme gemacht und ihr habt da eigentlich Erfahrung drin, auf was es da ankommt. Warum jetzt diese scheiß Serie da? Also, das ist ja wirklich, da stimmt ja gar nichts. Chris, hast du schon mal reingeguckt oder willst du den? Nee, ich finde es viel witziger, wie ihr darüber streitet. Wir streiten nicht, wir diskutieren. Inklusive dem Aufruf an Konstantin. Ich erwarte jetzt eigentlich von Kate auch einen Aufruf an Konstantin, dass sie eine zweite Staffel machen. dann ist alles ganz hervorragend. Ich bin ja mal gespannt. Ich genieße das, weil ich muss nicht alles sehen und deswegen erlaube ich mir hier kein Urteil drüber und lebe damit auch glücklich und froh. Netflix hat es ja bezahlt, ne? Es war ja eine Auftragsproduktion an Konstantin. Also ich glaube ja nicht, dass Netflix. Obwohl es kann natürlich sein, dass viele da mal reinschauen, weil sie sagen, oh, mal gucken, ob das so scheiße ist, wie alle sagen. Kann natürlich sein, dass es dann dadurch zu ein paar Zuschauerzahlen führt. Ob das so gut ist, wie alle sagen. Ja, sie. Ja, gib mal. Alle sind voll ich gebe mal, wir machen mal den Spaß. Wir sind zwar jetzt nicht im Livestream, aber ich gebe mal bei Google ein. Und gib mal ein Resident Evil Serie Kritik. Serie. So. Und ich lese nur mal die Überschriften der ersten Sachen. Resident Evil Serie auf Netflix wird von Publikum und Kritik verrissen. Ja, von musikexpress.de so das erste. Was haben wir denn hier? Der zweite Link, den mir Google hier bringt. Hier, Resident Evil Serie auf Netflix. So schlecht wie befürchtet? Fragezeichen. Ich scroll mal runter, ob die Antwort ja ist. Mal gucken. Fazit. Gut, okay, da ist mir zu viel Text hier gerade. Also auf Rotten Tomatoes 25% und auf IMDb 3,6 von 10. Ja. Die Resident Evil Netflix-Serie ist ein Desaster, steht hier nur. Schlecht gespielt und falsch erzählt, der Standard.de. Resident Evil Review auf Movie Jones, mal gucken. Ich war schon immer Fan der Underdogs. Ja, Resident also Evil auf Netflix, schlecht gespielt. Schreib mal, mach mal einen Blog auf und schreib mal eine gute Kritik, dass dann. Aber hier steht wiederum, keine Zeit für einen Blog. Die Serie legt einen spektakulären Fehlstart hin. Fans laufen Sturm, oje, oje. Naja, also, gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr bildet euch selber mal ein Urteil, klickt mal auf Netflix rein. Netflix dürfte ja so ziemlich jeder haben. Und dann guckt ihr mal, wie ihr das so findet und lasst mal eine Nachricht da bei kinocast.net. Zur Not. Schieben wir meine positive Kritik einfach auf die Schwangerschaftshormone. Fertig. Kann natürlich auch sein. Das ist meine Dauerausrede für alles. Hm. Finde ich gut. Na gut. Ja, gut, du hattest jetzt gerade, warte mal, dann mache ich mal kurz. Ich habe eine Serie angefangen. Auf Amazon Prime gibt's die. The Paper Girls. The Paper Girls und ich brauche mal ganz kurz hier noch ein bisschen Informationen über die Darsteller. Hier ist IMDb. Handelt von 4 12-jährigen Mädchen, die sich zusammenfinden in der Halloween-Nacht 1988. Und sie sind alle sogenannte Paper Girls, die so die Zeitung austragen mit so einem Fahrrad. Ihr kennt das ja wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmen oder so, wo dann immer die Zeitung so oft in den Vorgarten geworfen wird in Amerika, ne? Und ja, am Anfang werden uns die Mädchen erstmal so vorgestellt und dann passieren aber ganz mysteriöse und verrückte Sachen. Also der Himmel färbt sich dann plötzlich mal rot und plötzlich ist keiner mehr da und sie gehen zu der einen nach Hause und plötzlich ist da ihre Mutter gar nicht mehr da, sondern sie selbst ist da, aber als ältere Frau und alles ganz komisch und so. Und ich muss sagen, die Serie hat mich total in Bann genommen. In den ersten Folgen, die ich geschaut habe, The Paper Girls hier, und, weil die hatte sehr viele Vibes von Stranger Things, aber auf eine bessere Art, weil Stranger Things war mir dann irgendwo ein bisschen langweilig und so und ich konnte nicht so richtig damit connecten. Das hier spielt auch in den 80ern, ist auch sehr viel geile Musik aus den 80ern dabei und die ja, alles so 80er-Jahre-Flair und alles, ne? Und wie die Mädchen so handeln, das ist so halbwegs schlüssig, was die machen und wie die auch erstmal durch diese Halloween-Nacht da gehen. Da sind natürlich auch viele Leute unterwegs mit Verkleidungen, die irgendwelche Leute erschrecken oder selbst dann Betrunkene, die Mädchen irgendwie anfallen wollen oder so, gegen die sie sich wehren müssen. Und das ist halt alles so eine mysteriöse, gruselige Stimmung. Und als sich dann der Himmel rot färbt und plötzlich alles verändert, dann war es so ein bisschen wie bei Dark. Und ja, hat mir gut gefallen. Ich bin dann aber jetzt bei so einer Folge, wo, tja, wie soll ich denn sagen, da
darf man nicht zu viel verraten, da kommen sie zu einer Scheune und da ist was drin, was dann wahrscheinlich Relevanz bekommen wird, wo ich mir aber denke, boah, das könnte richtig schief gehen. Also wenn das jetzt Relevanz bekommt in irgendeiner Weise, dann... Steht da ein DeLorean, dann, oder? Nee, ich sag mal gar nichts. Dann müssen sie es richtig gut machen, damit es gut wird. Weil ansonsten könnte es richtig scheiße werden. Also ich glaube, ich bin gerade so an dem Moment, wo ich vielleicht nochmal überlegen muss, welche Wertung ich der Serie gebe, weil entweder wird es richtig genial und richtig geil oder sie wird dermaßen scheiße. Und, ich habe aber erst... Die Serie beruht ja auf Comics. Das kann sein. Habe ich gerade gelesen. Weiß ich nicht. Ja. Doch, es basiert auf Comic-Romanen. Ja. Da bin ich nicht so der Fachmann. Aber habe ich gerade durch Zufall gelesen. Ich fand es wirklich gut. Vielleicht guckt ihr da mal rein. Ich habe es ja auch bei Fortsetzung Volk mit vorgeschlagen. Aber jetzt fahre ich ja in Urlaub. Ich dachte, wir nehmen letzte Woche auf, aber da konnte keiner. Dann müsste ich mal sehen, was die anderen dann besprechen. Was? Bei Fortsetzung Volk? Nee. Okay, mein Entschuldigung. Nee, eigentlich hatten wir im Plan, dass wir vergangene oder diese Woche Dienstag aufnehmen. So, und jetzt konnten die alle nicht, genau. Oh nein. Dann müssen sie dann ohne mich das besprechen. Bin ich gespannt, was die dazu sagen und vielleicht guckt ihr ja mal rein in der Zwischenzeit. Ich glaube, Kate, ihr könnt das gefallen. So von der Art ja, her. Ja, ich werde mal reingucken nachher gleich. Ich habe mir das schon hier aufs iPad gezogen. Ich werde dann mal ein Stück weiter gucken auf der Fahrt und so. Und ich hoffe, es kriegt einen richtig geilen Dreh. Ja, hoffe ich sehr. Ja. Und dann wird's gut. Deswegen, ich halte mich mal mit meiner abschließenden Bewertung noch ein bisschen zurück. Deswegen. Aber bisher fand ich es sehr geil, aber es könnte sein, dass es jetzt richtig scheiße wird. Also, aber guck. Ab welcher Folge bist du gerade? Warte mal, wenn ich mich bei Amazon Prime... Das sind ja, glaube ich, nur 8 oder so. Ich guck mal hier, wo sehe ich das? Bei Amazon Prime Video sehe ich das irgendwo? Muss ich mich hier einloggen? Also sind 8 Episoden. Ich weiß es bloß nicht aus dem Kopf. Ich habe immer, ja, nächste Folge, weißt du? Und ja, du müsstest eigentlich sehen, wenn den Balken, welche du schon geguckt hast und welche nicht. Warte, Paper Girls, gebe ich mal hier ein. Sehe ich das jetzt hier? Folge 4 weiter ansehen steht hier. Ich bin Mitte, ich bin Mitte Folge 4, also da ist dieser Breaking Point. Da bin ich mal gespannt. Ja. Dann guck mal rein. Alright, so. Nächstes Thema, Games. Nein! Games. Nein! The Staircase. Ich habe eine Serie. Stimmt. Ich habe eine Serie. Serien. Entschuldigung. Das Treppenhaus. Was geht ab im Treppenhaus? Ich bin in ein Rabbit Hole gefallen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und zwar gab es, ich glaube, letztes Jahr bereits eine Doku-Serie, die nannte sich The Staircase. Basierend auf den wahren Ereignissen des Falls um Kathleen Peterson und ihren in Anführungsstrichen mysteriösen Tod. Und dieses Jahr kam nun eine Real-Life, also so eine richtige Serie von HBO, also nicht eine Doku, sondern eine richtige Serie, eine nachgespielte Serie, raus, die sich mit genau dem gleichen Thema behandelt, nur eben als Serie, nicht als Doku. Und ich habe letztes Jahr angefangen mit der Doku und fand es total faszinierend schon. Habe aber, ich weiß gar nicht mehr genau warum, nicht weitergeguckt. Ich habe sie nicht bis zum Ende geguckt. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas anderes kam dazwischen. Und jetzt kam halt die HBO-Serie und ich habe dann mit der HBO-Serie angefangen und habe dann gedacht so, also entweder bin ich bescheuert oder das ist die halten sich endlich mal so richtig ans Original. Also habe ich nun parallel zur der HBO-Serie nochmal die Netflix-Doku angeguckt. Die hat mehr Episoden als die HBO-Serie, aber ist natürlich entsprechend dokumentiert. Also es geht im Endeffekt darum, das Ehepaar Peterson lebt in, ich weiß gar nicht, ist das Orange County, ist Florida, keine Ahnung. Echt schön, großes Haus, er ist Schriftsteller, sie verdient auch gut Geld, also eigentlich hat er sie das Geld in der Familie und so. Die haben mehrere Kinder, also 2 Adoptierte, 3 aus Vorehen, aber glaube ich kein gemeinsames, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und sind so eine Art Patchwork-Familie, ja. Und eines Abends stirbt Kathleen Peterson und wird von ihrem Mann am Fuße der Treppe gefunden im Haus. Also es gibt eine enge Treppe
Und da ist alles voller Blut. Die Wand ist voll gespritzt, unter ihr ist Blut, überall ist Blut. Und er setzt den roten Notruf ab, versucht Hilfe zu holen, versucht irgendwie die Blutung zu stoppen mit Handtüchern und so. Und dann kommt natürlich die Polizei, es wird ermittelt und wie es auch anders sein könnte, es ist erstmal eher im Verdacht. Ja? Und es wird dann relativ schnell von der Staatsanwaltschaft auch gesagt, er ist schuldig, wir verhaften ihn wegen Mordes, denn die Verletzungen, das ganze viele Blut und alles, würde nicht zu einem Unfall passen. Und hier kommt jetzt die Doku zum Beispiel ins Spiel, denn das wird in der HBO-Serie auch gesagt, er beteuert die ganze Zeit, ihr nichts getan zu haben, dass es ein Unfall sein muss. Oder es ist halt jemand eingedrungen ins Haus oder was weiß ich. Er war unten am Pool, er hat nichts gehört, er hat nichts mitbekommen, er hat sie einfach nur so gefunden. Und er beteuert bis heute seine Unschuld. Und das Ganze ist 2001 passiert. Genau. Und er hat dann, und dieser Fall hat dort in der Region und im ganzen Land so viel Aufsehen erregt, dass sich ein Doku-Team gemeldet hat, ob sie ihn und seinen Fall begleiten dürfen mit der Kamera. Und das wird auch in der HBO-Serie so gezeigt. Und also durch die HBO-Serie haben wir natürlich auch fiktive Rückblicke, wo Kathleen noch lebt und aus dem Eheleben. Das wird halt alles so dargestellt. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das passt überhaupt nicht zu den Geschehnissen, die in der Doku gezeigt werden. Im Gegenteil, es hat alles die richtige Reihenfolge, es wird alles relativ genau präsentiert. Es gibt in der HBO-Serie gibt es zwei Sachen, die werden größer ausgelegt wie in der Doku. Das ist einmal eine andere Theorie, wie es zu den Verletzungen von Kathleen kommen konnte. Und es ist eine neue Beziehung, die der Mr. Peterson eingeht nach, weiß ich nicht, 8 Jahren in Haft. Lernt er halt eine neue Frau kennen, die er sich irgendwie verliebt oder ist nicht ganz klar, ob die wirklich ein Paar sind oder nicht, aber es scheint sehr danach. Das wird zum Beispiel in der Doku nicht erwähnt, weil laut der HBO-Serie war das eine Beteiligte an der Doku, die Cutterin. Und das ist alles ein bisschen. Ja, was ich halt einfach mega cool finde, ist: A, ich liebe True Crime, ich liebe Crime und ich mag es, wenn sich Serien, die auf einem wahren Fall beruhen, auch auf die Fakten beziehen. Und das war halt das Coole daran, dass ich eben die Netflix-Serie und die HBO-Serie parallel geguckt habe, um eben zu vergleichen, wie viel ist fake, wie viel ist erfunden. Natürlich wurde ein bisschen was für die Dramaturgie getan. Dass du da in deinem Sessel saß mit so einem Notizbuch, so, oh, das ist jetzt hier anders. hast du verglichen so zwei Bildschirme? Nee, das ist also so schlimm nicht. Zwei Bildschirme, so einer. So schlimm nicht, aber ich hab tatsächlich die ersten drei Folgen der HBO-Serie geguckt und habe dann die Netflix-Serie angemacht, bis zu dem Punkt, wo die dritte Folge der HBO-Serie aufhört. Also, dass es einfach der Faktenverlauf ist. Ich wollte einfach wissen, wie viel hat HBO erfunden und wie viel ist echt. Und das, muss ich sagen, ist eine sehr, sehr gute Serie von HBO. Ja, kannst du empfehlen. Und das ist wirklich dramatisch, was mit Mr. Peterson passiert ist, denn ich glaube tatsächlich, dass er sie nicht getötet hat. Also, da wurde geschlampt, da wurden Beweise manipuliert, unterschlagen von der Staatsanwaltschaft, was alles nach und nach rauskam, nachdem er schon verurteilt wurde von der Jury zu Mord. Die Experten waren ganz komische, die da aufgerufen wurden. Das kam jetzt auch dann 15 Jahre später, ja, kamen noch Details raus, dass die jetzt durch neue Beweise und neue Möglichkeiten der Forensik und so ihn entlasten. Aber der Mann, also am Ende der Doku ist der Mann 73 Jahre alt. Der hatte keine Kraft für einen weiteren Prozess oder so. Ne? Also ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht. Das soll jeder sich selber angucken und jeder soll sich selber ein Bild machen. Aber was das zeigt einfach, dass die amerikanische Justiz und vor allem viele Staatsanwälte und so, wenn die sich einmal eingeschossen haben, dann gibt es auch keine anderen Möglichkeiten. Es wurden mehrere verschiedene Möglichkeiten gezeigt und auch schlüssig erklärt, wie es zu diesen Verletzungen hätte kommen können, die nichts mit einem Mord zu tun haben. Und die wurden alle von dem Staatsanwalt
abgeschmettert, das wäre alles falsch und es wären keine richtigen Beweise und keine richtigen Sachverständigen und so. Und ja, Chris hat gesagt, er hat ab und zu mal von der Serie, von der HBO-Serie was gesehen und jedes Mal ist er die Treppe runtergefallen. Das war nämlich ein anders nachgestelltes Szenario. Ja. Ja, ist ja verwirrend. Weil es wird halt, diese Vorstellung, was passiert ist, wird halt dann bei der HBO-Serie bildlich dargestellt. Ja. Und nicht, ach, das könnte so und so gewesen sein, sondern das wird nachgespielt quasi. Also in einer Art Tagtraum, was passieren könnte. Und die HBO-Serie ist auch extrem gut besetzt, muss ich sagen. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, wer da mitspielt alles. Ich habe es mir gerade mal auf mein iPad runtergezogen. Gibt es bei Sky Go auch in der Mediathek hier. Ja, da sind die letzten zwei Folgen aber noch in OV. Das macht nichts. So, also gespielt wird die Kathleen von Toni Collette, der Michael Peterson von Colin Firth. Dann die Kinder sind, man kennt die eine oder andere auch, zum Beispiel Sophie Turner kennt man. Dane DeHaan kennt man und da sind noch ein paar, ja, sind noch ein paar bekannte Gesichter dabei, wo man jetzt die Namen nicht unbedingt kennt. Aber ansonsten ist es eine sehr gut besetzte Serie und auch, ich sag mal, bis auf Michael Peterson und Kathleen Peterson sind die Nebenrollen auch sehr gut besetzt in Sachen Optik. Also die sehen den Originalleuten sehr ähnlich, vor allem dem Mr. Peterson, seinen Anwalt. Also der ist super gecastet. Da habe ich zweimal hingucken müssen, ob es nicht der gleiche ist. Okay. Und ja, also absolute Empfehlung von mir, The Staircase. Und wie gesagt, gerne auch mit der Netflix-Doku-Serie angucken, die nochmal bisschen ins Detail mehr geht und auch mehr von seinem, ja, von dem Leben von Michael Peterson und seiner Frau und dem alles, was um den Prozess rum passiert, wie das Gefängnis ihn körperlich zerstört und so, das wird halt da krass gezeigt. Okay. Ja. Ich habe es mir mit runtergeladen, wäre ich dann nach meinem Urlaub, denke ich mal, auch noch zwei Sätze dazu sagen können, dann interessiert mich auf jeden Fall. Okay, jetzt Games! Ja, warte mal, weil du gerade True Crime angesprochen hast, nur ein Satz. Ich habe gestern die neue Serie angeschaut auf dem ZDF, Aktenzeichen XY gelöst. Und da widmen sie sich immer pro Folge einem Fall, der teilweise, wo der eigentliche Fall wirklich viele, viele Jahre zurückliegt und der aber nie aufgegeben wurde, wo immer weiter ermittelt wurde und dann eben, wie der Name Cold schon sagt, Case quasi. Ja, wo der Name schon sagt, wo dann eben verschiedene Leute dann dran waren oder neue Ermittlungsmethoden und dann wird auch erläutert, warum sie dann plötzlich neue Erkenntnisse. Es war gestern sehr interessant, ging es um ein ermordetes Kind und ist natürlich für die Eltern ganz, ganz furchtbar und natürlich auch für alle Angehörigen und gerade dann, wenn der Schuldige oder der oder die Täterin nicht gefunden werden kann, ist das natürlich dann noch furchtbarer und auch über Jahre hinweg und deswegen ja, hier wurde das dann mal gezeigt, wie dann jahrelang da immer noch dran gearbeitet wird, dass immer noch mal wieder aufgegriffen wird und ja, gibt es bestimmt in der Mediathek die erste Folge und soll jetzt regelmäßig kommen. Aktenzeichen XY gelöst, geht eine Dreiviertelstunde und handelt immer einen Fall. Ich wusste auch erst nicht, wie es läuft, ob die da mehrere Fälle zeigen. War aber sehr, sehr interessant. Also wir haben es gestern alle geguckt und ja, das nur dazu und weil wir gerade bei Sky Go sind und ich habe gerade mein iPad offen, weil ich ja deine Serie geaddet habe hier. Ich habe eine Doku geguckt auf Sky Go, online hier halt, Tony Hawk Until the Wheels Fall Off. Also wenn ihr irgendwas mit Skateboarden am Hut habt, Leute, guckt diese Doku. Das ist der Hammer. Ja, unbedingt anschauen. Tony Hawk Until the Wheels Fall Off, also bis die Räder abfallen, will er fahren und so. Ja. Wahnsinnig geiles Ding. Vielleicht gibt es das dann noch demnächst in anderen Streaming-Portalen. Aber jetzt momentan bei Sky. Läuft auch auf Sky Documentary. Okay, jetzt Gamescom. Games. Viel brauchen wir, glaube ich, nicht sagen, denn Chris war mit eingeladen in einer netten Gesprächsrunde, die wir hatten, wo wir eigentlich alle möglichen Spiele mal angesprochen haben, die wir erwarten. Und der Chris und ich, wir werden ja auf jeden Fall gehen auf die Gamescom. Und sie. Genau, die findet quasi vom 23. bis in Köln statt. Also 23. ist der Dev-Developer-Tag und die Abendshow, die Opening Night und am 24. Fachbesuchertag, da sind der Chris und ich mit da. Und sie. Genau. Und ich werde es mal mit verlinken, unsere Sendung, weil da haben wir auch alle möglichen Filmtrailer mit drin.
Filmtrailer, Trailer von den Spielen, die uns gefallen, die wir da uns anschauen wollen. Jeder hat so ein bisschen was rausgesucht, was ihn interessiert. Und es gibt da auch alle Informationen über die Messe, wie das funktioniert. Gerade wer jetzt vielleicht noch nie da war, jetzt nach Corona, sind ja manche vielleicht zum ersten Mal da. Ja. Oder? Sie. Ja. Mehr gibt's nicht. Dann. Ja, einfach anschauen. Ich meine, wir haben da so vieles erzählt, so vieles gesagt, so viele Insights auch und so viel Zeug. Weil wir hören uns erst nach der Gamescom wieder. Deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich bin sehr gespannt, was ihr da erzählt von der Gamescom. Ja, wird schon gut. Ich hätte ein kleines Rätsel für euch, falls ihr Bock habt. Wollen wir eins machen? Ja, oder habt ihr keine Zeit und Lust? Ah, Harry Potter. Nein, nicht. Rätselecke. Ich bin letztes Mal im Internet in so ein Rabbit Hole gefallen mit irgendwelchen Bewertungen, die Leute abgeben bei Google für irgendwelche Plätze, Orte und sonst was alles. Also da bewerten manche Leute sogar irgendwelche Plätze oder irgendwelche Straßen, ja, oder irgend sowas. Aber die Leute bewerten auch Kinos. Und ihr dürft jetzt, ich lese euch die Bewertungen vor und ihr müsst raten, ihr könnt einfach reinrufen, ja, um welches Kino es sich handelt. Es ist ein Kino Gloria. Es ist ein Kino aus Stuttgart. Wartet erstmal. Also einer schreibt hier, great popcorn, 5 stars. Also ist teilweise auch auf Englisch, ne? Dann einer schreibt zum selben Kino, schlechteste Kinoerfahrung in Stuttgart. Das Bild war unscharf und das Kinoerlebnis ruiniert. Im Raum ist... Cinemax. Welches? Liederhalle. Ja, ist richtig. Genau. Im Raum ist ein LED-Streifen, der einem direkt in die Augen leuchtet. Der Kartenverkäufer war unfreundlich. Vorstellungsbeginn war 19.20 Uhr. Der Film startete erst 40 Minuten später. Nein. Zum selben Kino auch noch. Absoluter Wucher bei den Getränkepreisen. Stilles Wasser, einfach 5 Euro. Schmuggelt lieber eigene Getränke mit rein. Ja, aber das ist tatsächlich so. Also ich war früher mit meiner Mama oder meiner Schwester oder so, waren wir immer im Cinemax in der Liederhalle, bis wir dann gecheckt haben, dass es ja auch eins im SI-Zentrum gibt. Und die zwei sind Welten voneinander entfernt. Also Liederhalle kann man mittlerweile komplett vergessen. Das ist nur noch klebrig, nenne ich es mal liebevoll. Hat auch einer geschrieben. Deswegen geht man in die Innenstadtkinos. Genau, hat einer auf Englisch geschrieben auch. User experience, 0 points. Yes, seats are nice, but people are jerks. Oha. Okay, einer hat nur geschrieben als Kritik, als Bewertung für das Kino. Fast and Furious 9, Ausrufezeichen. Also was er uns damit da sagen will. Na gut, also Cinemax Liederhalle habt ihr richtig erkannt. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal irgendwann noch so ein Ding hier. Aber es gibt noch viele andere dreckige Kinos. Ja, ich hab noch einige andere Bewertungen rausgesucht für andere Kinos in Stuttgart, die auch sehr schlechte Bewertungen haben. Also ich habe da noch ein bisschen Fundus. Hatte das Ufa nicht auch immer voll schlechte Bewertungen? Ja, das findest du aber ja nicht mehr, weil das The Place is Closed steht da. Okay, ich habe noch in dem Bereich Sonstiges mal eine kleine Hausaufgabe an die geschätzten HörerInnen, nämlich... Ich dachte gerade schon. Bitte? Nicht an euch. Ich dachte gerade schon, wir kriegen eine Hausaufgabe. Ja, ihr müsst ja alles gucken, was ich bis jetzt geguckt habe. Und wir haben auch eine Rezensionsdisk bekommen, nämlich hier diesen I Am Zlatan-Film. Den schaffen wir aber jetzt nicht mehr hier rechtzeitig, aber dann nach der... Das ist die Hausaufgabe für euch, I Am Zlatan. Okay, die Hausaufgabe an die HörerInnen ist folgende. Es gibt ja Leute wie wir, die jedes Mal in die Sneak Preview gehen. Und es hat sich im Deutschen offensichtlich der umgangssprachliche Begriff Sneaker dafür etabliert. Den fand ich aber schon immer irgendwie doof, weil das hat ja irgendwas mit Schuhen zu tun und so. Also es wird gesucht nach einem anderen Wort. Vielleicht gibt es irgendwie ein schönes deutsches Wort für jemanden, der in so eine Sneak Preview, eine Überraschungspremiere geht oder so. Lasst euch mal was einfallen. Ihr habt genügend Zeit jetzt hier, während ich nicht da bin. Schreibt es am besten in die Kommentare auf kinocast.net, am besten nur dort, weil dann habe ich eine schöne Liste untereinander, die wir durchgehen können. Und ich lobe einen Preis aus. Es gibt ein richtig schönes Kino-Überraschungspaket. Wir kriegen ja immer sehr viel hier aus diversen Boxen und so weiter. Und da wird auf jeden Fall mindestens eine Blu-ray mit dabei sein mit einem geilen Film und noch ein paar Sachen. Also lasst euch was einfallen. Wir küren dann den oder die Gewinnerin nach meinem Urlaub. Falls da genügend eingegangen sind, wenn natürlich nur eins eingeht, dann ist es halt nur eins. Aber ja, würde ich sagen, oder?
Ja, seid ihr am Start, alles klar. Mega. Also ihr dürft nicht mitmachen, ne? Also. Scheißspiel. Genau. Also, Aufruf gilt. Findet ein neues Wort für solche Verrückten wie wir, die immer in die Sneak Previews gehen und da teilweise schlechte, teilweise gute Filme sehen. Wie könnte man diese Person noch nennen, außer Sneaker? Ja. Alright, jetzt zu den Musiktipps für unsere Playlist auf Spotify. Music. Ich weiß nicht mehr, ob das aus Paper Girls war, würde zeitlich auch passen, nämlich von Yellow und Mark Readers, aber den Hard Mix von Vicious Games. Der Wet and Hard Mix, bitte. Wet and Hard Mix, sozusagen. Oder war das aus dem anderen Film? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber Yellow kennst du doch, diese Schweizer. Nein, die ist auch vor deiner Zeit wahrscheinlich. Ja. Ich habe von Mark Lindsay Silverbird aus dem Film The Gray Man. Ich habe von meiner Lieblingsband die neueste Single-Auskopplung von Panic at the Disco, Local God. Jetzt muss ich mal direkt mal gucken, ob wir das nicht schon haben, weil ich glaube, wir haben schon viel von Panic at the Disco. Nein, die kam erst gestern raus. Ach so. Der Song. Stimmt, okay. Na, ist drauf, alles klar. Coole Sache. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt das abonnieren auf Spotify natürlich. Heißt Kinocast Songs. Haben ja auch schon einige abonniert mittlerweile. Da gibt es jede Woche 3 neue. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile drauf? Ja, guck ich mal beim nächsten Mal. Viele. Viele. Ja, viele. Unendlich. Nahezu unendlich. Nee, darf man nicht unendlich sagen. Der Mathelehrer hört mit hier. Da steht keine Anzahl. Da steht immer nur Stundenzahl. Achso, warte mal. Dann muss ich erstmal. Noch habe ich nur draufgepackt. Erstmal unsere 3 Sachen. Oh, ich habe so viele Playlists hier. Irgendwie ist die Sortierung komisch, dass man das nicht irgendwie alphabetisch sortieren kann oder irgendwas. Oder ich habe es noch nicht rausgefunden. So, wir haben hier 387 Songs, 25 Stunden. Also ihr könnt einen Tag lang Kinocast-Songs hören. Das ist doch ein Ding. Über einen Tag. Wahnsinn. Abonnieren alle. Ja. Und lasst euch Wort einfallen für Sneaker auf kinocast.net schreiben als Kommentar. Ja, dann lasst euch gut gehen, wenn ich nicht da bin. Stellt keinen Quatsch an. Ich wünsche euch gute Filme in der Sneak Preview. Und vielen Dankeschön. Dank fürs Mitmachen, ne? Und sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt fleißig Kommentare und ja, macht bei der Kino, bei der Gloria Sneak Facebook-Gruppe mit, tippt da schön, wenn ich nicht da bin. Na, da fehlt einer, der tippt. Das müsst ihr ausgleichen, ne? Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, schöne Sommerpause. Der Kinocast.